Yo! Ich versuche dieses Jahr noch die 50.000 Abonnenten zu erreichen. Von daher, falls ihr mir dabei helfen wollt, lasst jetzt gerne ein kostenloses Abo da. Und falls ihr das nicht machen solltet, esse ich alle eure Schokolade auf. Danke. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Der liebe Gibby hat mir eine Map für meinen Geburtstag gebaut und die gucken wir uns heute an. Hey Ryan, alles Gute zum Geburtstag und ich hoffe, du feierst schön. Nun, hier ist mein Geburtstagsgeschenk an dich. Eine Adventure-Map. Ich hoffe, es läuft alles geschmeidig und es treten keine Bugs auf. Ansonsten viel Spaß wünsche ich dir und lass dich ja nicht erschrecken. Oh nein, bitte keine Jumpscares. Gibby, ich habe Geburtstag, keine Jumpscares, Mann. Liebe Grüße, Gibby. Hilfestellung brauche ich nicht. Geschenk? Darf ich das Geschenk schon aufmachen? Ja, oder? Yo, absolut keine Ahnung, was das ist. Ryans Geburtstagsgeschenk. Bild bei Gibby Player HD. Oh, oh, ich habe das Gefühl, ich sitze hier 5 Stunden an der Map, weil die zu schwierig für mich sein wird. Ich weiß nicht, was das für eine Art von... Ein bisschen Ender-Chest. Darf ich da alles rausnehmen? Brauche ich die? Was muss ich überhaupt machen? Ah, ich habe auf den Beacon geklickt. Ah, jetzt. Zum Geburtstag bekommst du von der Cold Unity eine Villa für eine Woche geschenkt. Nice. Lass es dir gut gehen und entspann dich ein bisschen dort. Okay, nice. Oh nein, es ist eine verfluchte Villa. Gibby. Was für eine Nacht. Ich habe schon eine echt coole Community. Naja, ich schaue mir jetzt erstmal die ganze Villa an. Lol, hier ist Villa richtig geschrieben und im Buch falsch. Okay, hier haben wir schon mal ein Klo. Ich gehe kurz kacken. Guck dich hin. Guck weg. Lol, guck weg. Oh, okay, fertig. Liebes Tagebuch. Heute wollte ich mit meinen Zuschauern ein bisschen die... Ach. Ein bisschen League of Legends spielen. Wisst ihr, was das Traurige ist? Das, was da drin steht, ist eine wahre Geschichte. Währenddessen ging meine Zimmertür auf, obwohl ich alleine war. Ich dachte mir, es könnte meine Katze sein, aber danach ran eine Person schnell die Treppe runter. Heißt, es muss ein Einbrecher gewesen sein. Später habe ich sogar Fußspuren im Treppenhaus gefunden. Sehr merkwürdig. Das mit den Fußspuren und so war, glaube ich, nicht so. Wobei, ich glaube, man hat so ein bisschen was gesehen. Ich weiß es gar nicht, aber es wurde leider bei mir eingebrochen. Es war leider eine wahre Story. Okay, wir suchen den Einbrecher. Fußspuren im Treppenhaus. Ist das erst Treppenhaus? Ah, hier ist sogar mein altes Tagebuch. Warte, ich muss die CPS-Anzeige ausmachen. Achtet zu wenig auf den Chat. Ich krieg das nie mit. Hier ist sogar mein altes Tagebuch. Mann, waren das noch Zeiten. Diese Uhr scheint ziemlich alt zu sein. Ah, okay. Was ein riesiges Aquarium. Das sieht so cool aus. Monte, dein Aquarium brennt. Nun gut. Ich müsste aber noch in die Stadt. Abseits des Waldes. Ich habe Bärenhunger und nicht zu Hause. Ich habe wirklich Hunger. Gibby hat mir erzählt, ich komme über die Garage nach draußen. Alright. Dann würde ich sagen, gehen wir, glaube ich, einfach mal raus. Da ist die Garage. Hier geht es wahrscheinlich dann nicht durch. Ah, doch. Ah, hier habe ich noch einen Pool. Ich kann nicht schwimmen. Bring die. Yo. Ich habe einen Geheimgang gefunden. Glaube ich, hier muss ich noch nicht hin. Oder? Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht cool aus. Ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Kann ich Elytra nehmen? Ah, hier bin ich richtig. Oder wartet sogar ein Bus auf mich. Perfekt. Ich habe gar keine Busfahrkarte. Egal. Endlich in der Stadt angekommen. Dann suche ich erstmal einen Supermarkt. Ja. Wow, hier ist ja richtig was los. Eine Person. Hallo, alles klar? Wir gucken uns einfach mal alle Gebäude an. Sehr merkwürdig, manche Leute hier. Ich frage mich, warum sich hier jeder Gedanken über diese Villa macht. Naja, mal schauen, was die Nacht so mitbringt. Gibby, du hast mir keine Horror-Map gebaut, oder? Ich fange an zu weinen. Raum 001 Bürgermeister. Oh. Junge, habe ich Sounds aus? Ah, da sind sie ja. Sie sind also Herr Cole. Ja, da bin ich. Schön, Sie kennenzulernen. Ich habe schon von Ihnen gehört, dass Sie in der Villa im Wald für ein paar Tage übernachten. Nun, es wurde schon öfter gesagt, dass diese Villa spuken soll. Okay. Zumindest war das früher so. Seit neuestem wurde sie aber von einem Unbekannten renoviert. Jetzt sieht sie wunderschön aus und ich hoffe, Sie können sich gut erholen. Ja, dankeschön. War meine Freude, Sie kennenzulernen. Ich gehe da mal wieder. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Hätte ich da Sounds haben müssen? Raum 002, Sekretärin. Oh, ist hier eine heiße Sekretärin? Wieso ist hier keiner? Verdammt. Schönen guten Tag und willkommen in unserem Einkaufsladen. Moin. Ah, das ist ein Supermarkt, oder? Holy shit, warum geben mir alle normalen Leute Jumpscares? Sie sind also der Neue, der hier in der Villa sein Unwesen treibt. Ich habe schon viele Geschichten von dieser Villa gehört. Abgesehen davon sollten Sie sich mal beim Bürgermeister melden. Im ersten Haus auf der linken Straßenseite. Bro, das habe ich schon gemacht, Mann. Bist du dumm oder was? Was ist das hier? Gib ich zum Bürgermeister. Habe ich schon gemacht. Soll ich das jetzt nochmal machen am besten? Damit ich dann die nächste Aufgabe kriege? Weil ich mache es einfach mal zum Test. Kann ich hier was klauen? Yo, free loot. Kann ich einfach die Rüstung nehmen? Let's go! Ich weiß nicht, ob ich das darf. Aber gleichzeitig ist ja auch keiner, der mich davon abhält. Was ist hier? Bitte warten. Oh, soll ich mich noch weiter umgucken? Ah, jetzt bin ich wieder in der Villa, oder? Ich glaube, ich sollte noch nicht wieder in die Villa. Dann gehe ich nochmal zum Bus, weil Gibby meinte noch weiter umgucken. Ich muss die Map neu laden. Ich habe es kaputt gemacht anscheinend. Okay, hier gibt es noch ein Gebäude, was ich nicht gesehen habe. Secret! Dieser Chip gehört der Sekretärin. Wer ihn besitzt, kann ihren Safe in der... Oh. Safe? Ich dachte, ich kann damit in ihre... In ihr Herz. Wer ihn besitzt, kann ihren Safe hinter ihrem Bürostuhl im Bürgermeisterhaus öffnen. Dort soll ein Schlüssel drin sein, der den Weg zur Abstellkammer öffnet. Leg einfach den Chip in das Schloss rein. Oh, nice. Mal sehen, was man so entdeckt. What? Jetzt ist hier, kann ich mich jetzt aus dem Fenster stürzen und sterben? Ist hier drunter die Abstellkammer? Könnte sein, oder? Nee. Ups. Ah, warte, oben war ja noch eine verschlossene Tür. Hä?
Oh mein Gott, habe ich es wieder kaputt gemacht? Ist jetzt hier der Weg verschlossen? Gibi, sag mir nicht, ich habe es nochmal kaputt gemacht. Warum ist da die Tür auf einmal zu? Lol, ich habe mich einfach hochtippt auf einmal. Nice. Hier ist die Abstellkammer. Free Loot. Ender Chest, aber die will ich immer noch nicht looten, oder? Oh Gott, ach. Oh oh, Easter Egg gefunden. Ich glaube, ich muss auch meine Minecraft-Sounds lauter machen, damit wir uns alle erschrecken. Was war das denn bitte? Halluziniere ich etwa? Naja, egal. Zurück zum Wesentlichen. Oh oh. Nein, Junge, okay, der Sound muss leiser. Nein, egal. Ich will nein, gib ihm rum. Was war das? Du bist ein Einbrecher. Ich hau mir auf die Schnauze. Wo ist er? Durch die Villa? Oh fuck, Gibi, ich hab doch Geburtstag. Ich krieg einen Herzinfarkt, ich bin alt. Das erschreckt mich schon, das Bild. Ich renne einfach, YOLO. Ah! Okay. Ich klicke einfach rückwärts. Junge, was ist... Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Gibt's den Lichtschalter? Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Ich schau mal eben nach. Das kam auf jeden Fall aus dem untersten Geschoss. Okay, da bin ich ja sowieso. Hallo? Jemand da? Ich bin bewaffnet. Ich bin eine Glatze und groß und muskulös. Du rennst besser weg. Ah, ich bin nicht im untersten. Es brennt! Oh, warum ist hier ein Nether? Enderdrache? Oh! Oh, wie... Ha! Wen haben wir denn da? Das ist Gibi! Ich kann mich nicht bewegen. Junge, auf einmal Gibi? Was? Ist das ein Prank? Ich hab mich verlaufen. Da habe ich mich. Oh! Ah, ich kann mich bewegen. Ich bin wieder am Anfang. Okay, fertig. Das war's in der Map. Tschüss. Was muss ich jetzt machen? Geschafft? Echt? Hab ich's? Niemals, oder? Twitch Prime ist kostenlos. Aber wer war das jetzt? Gibi, was ist jetzt passiert? Was hat der Typ mit mir gemacht? Lebe ich noch? War das alles nur ein Traum? Ist das Leben nur ein Traum? Ist das Leben nur eine Realität? Oder ist es echt? Man weiß es nicht. Ich dachte, ich werde jetzt Philosoph mit 26. Willst du noch was triggern? Na klar, ich trigger gerne. Leben ist eine Simulation. Ich glaube auch, sind wir alle ein Sims-Spiel? Gibi, du hast mir auch das Wichtigste hier hingebaut. Ging das nochmal? Ich habe so lange kein Portal mehr gegossen. Chat, ist das richtig? Gut, das war's mit der Map. Wir lieben die einfach mal. Hier findet ihr eins meiner letzten Videos. Klickt da gerne drauf, denn ich bin jetzt erstmal weg und übe ein bisschen, wie man Nether-Portale gießt. Tschüss.